Russland ruft in der Grenzregion Belgorod den regionalen Notstand aus, da die ukrainischen Streitkräfte anhaltend angreifen und es täglich zu Zerstörungen und Zivilopfern kommt. Der Gouverneur von Belgorod, Vyacheslav Gladkov, erklärt die Lage als extrem angespannt und ergreift Maßnahmen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. In der benachbarten russischen Region Kursk setzt die Ukraine ihre Offensive fort und vermeldet erhebliche Geländegewinne. Die ukrainischen Streitkräfte behaupten, bereits 74 Ortschaften eingenommen zu haben, während russische Quellen diese Zahl niedriger angeben. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die ukrainische Führung, angeführt vom Präsidenten Volodymyr Zelensky, sieht diese Offensive als Teil einer Strategie, um Druck auf Moskau auszuüben und Friedensverhandlungen zu erzwingen. Zelensky betont, dass die Ukraine damit ihre Interessen verteidigt und die Unabhängigkeit sichert. Er sieht in den Geländegewinnen einen Forstpfand für zukünftige Verhandlungen. In der Region Kursk führen die Kämpfe zu massiven Evakuierungen, bei denen 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Offizielle Berichte sprechen von mehreren Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung. Die Situation bleibt äußerst angespannt und die Informationslage ist schwierig. Russland reagiert mit historisch aufgeladenen Bezügen und verweist auf die Schlacht von Kursk im Zweiten Weltkrieg, in der die sowjetische Armee die Offensive Nazi-Deutschlands zurückschlug. Der amtierende Gouverneur Smirnov zeigt sich zuversichtlich, dass Russland auch diesmal siegreich sein wird, während ukrainische Truppen weiter vorrücken.